Lebens hin, bis in den Tod. Du hast mich mit neuem Leben reich beschenkt, nun steh ich staunend vor dir. Nun steh ich staunend vor dir. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder danke ich dir, Herr, wieder geb ich mein Leben hin. Nun bist du erhöht bis an den höchsten Ort, König der Himmel, dort werde ich knien, wenn ich an die Gnade meiner Rettung denk, werd ich mit Lobpreis erfüllt. Werd ich mit Lobpreis erfüllt. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Wieder dank ich dir, Herr, wieder geb ich mein Leben hin. Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, danke für das Kreuz, mein Freund. Und wieder schau ich hin zum Kreuz, wo du für mich starbst, ergriffen von der Gnade und zerbrochen im Geist. Mein Leben hin. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Ihnen wieder ein herzliches Willkommen hier bei Gott Impuls zu einer neuen Folge hier aus dem Studio 2 von Altenburg TV. Musikalisch begrüßen Sie heute Deborah und Benjamin Lehnert. Und wer mich noch nicht kennt, ich bin Thomas Lehnert, der Papa von dem jungen Mann hier neben mir. Alle drei gehören wir zur evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in der Zeitzer Straße 39 hier in Altenburg. Was aber eigentlich gar nicht so wichtig ist. Viel wichtiger ist, dass wir Christen sind und uns entschieden haben, mit Jesus Christus, dem lebendigen und auferstandenen Herrn und Gott, durchs Leben zu gehen. Übrigens eine Entscheidung, die wir bis heute nicht bereut haben. Wie Sie sicher mit dem ersten Lied schon bemerkt haben, haben wir es heute mit dem Kreuz. Nein, wir haben keinen Rücken, wie man so schön sagt. Ich habe es mit etwas, das ist eher so eine gebräuchliche Redensart, wenn einem etwas besonders am Herzen liegt. Manchmal wird das auch bei Beziehungen oder in der Liebe verwendet, etwa bei der Frage, haben die zwei etwas miteinander? So wird Ihnen heute auch etwas von dem begegnen, was mir so auf dem Herzen liegt, was mit meiner Beziehung zu Gott und Gottes Liebe zu mir zu tun hat. Ich möchte aber zunächst mit uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für diesen Tag, den du uns schenkst. Wir danken dir für die Begegnung hier bei Gott Impuls. Und wir danken dir für deine Gegenwart. Und Jesus, wir preisen dich als den lebendigen und auferstandenen Herrn. Bitte schenk uns heute offene Ohren und Herzen. Lass uns eine gute Zeit miteinander haben und schenk uns deinen Geist, der uns dein Wort öffnet. Amen. Also noch einmal, ich hab's heute wirklich mit dem Kreuz.
Und ich habe uns dazu dieses Kreuz hier mitgebracht. Es stand lange Zeit als Schmuckstück in der Schrankwand meiner Mutter. Nicht nur als Schmuck, sondern auch als Zeichen ihres Glaubens. Als sie vor 4 Jahren starb, nahm unser Gemeindepastor dieses Kreuz und stellte es an ihr Sterbebett. Zum einen als Zeichen für Tod und Sterben, wie das auch auf vielen Friedhöfen, Särgen, Urnen, Traueranzeigen und Ähnlichem zu finden ist. Und, Klammer auf, damit oft auch negativ besetzt ist oder gar zum Tabuthema wird, Klammer zu. Zum anderen aber auch das Kreuz als ein Zeichen der Hoffnung und der Auferstehung von den Toten. Ja, Jesus ist auferstanden. Das Kreuz ist leer. Jesus lebt. Das ist Osterfreude. Wieder Klammer auf. Leider ist diese frohe Botschaft heutzutage auch oft ein Tabuthema, über das nicht geredet wird. Klammer zu. Und so finden wir das Kreuz auf Friedhöfen, Kirchturmspitzen, Berggipfeln, an Wegesrändern, in Kirchen und Gottesdiensten, auf Bibeln, Buchdeckeln, Aufklebern, tausendfach auch künstlerisch verarbeitet als Schmuckstücke oder als Anhänger für Hals- oder Fußkettchen für unseren persönlichen Bedarf. Wir finden es in unseren Wohnungen und zum Teil sogar in einigen öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen unseres Landes. Der Vielzahl sind keine Grenzen gesetzt, was auch immer damit ausgedrückt und dargestellt werden soll. Manchmal ist das heiß umstritten, aber als ein religiös-kulturelles Symbol ist das für das christliche Abendland ist es einfach nicht mehr wegzudenken. Das Kreuz ist zum Kulturgut geworden. Wussten Sie eigentlich, dass das Kreuz ein Heilmittel ist? Ein Heilmittel für eine der größten unerkannten und weitestgehend unbehandelten Pandemien weltweit, wenn ich das mal so mit der gerade aktuellen Lage und Terminologie so vergleichen darf. Ein Heilmittel für den Virus der Sünde, der schon tausende Todesopfer und manches Massensterben auf dieser Welt verursacht hat. Ja, Gott hat sich Gedanken gemacht. Gedanken gemacht über die Lage von uns Menschen und hat, wenn ich das wieder so sagen darf, sowohl den Impfstoff als auch die notwendige Krisenstrategie entwickelt und erfolgreich angewandt. Dabei ist Sünde zunächst an sich nichts Schlimmes. Es ist die Bezeichnung für den Zustand eines Lebens ohne Gott, also einer Gottlosigkeit, die so für das Leben von uns Menschen nicht vorgesehen war. Deshalb verwendet die Bibel für Sünde im Ursprung auch ein Wort, das eine Zielverfehlung beschreibt. Und wird diese Zielverfehlung nicht korrigiert, erwachsen daraus weitere Verfehlungen, Verletzungen, Schmerzen, Nöte bis hin zum Mord und Totschlag im Niedermachen des anderen, in den vielen Machtkämpfen und Kriegen, im Kleinen des Alltags und im Großen der Weltgeschichte. Am Ende steht ein angesagtes Sterben als Fazit für ein verfehltes Lebensziel. Gottes Wort ist dabei sehr klar und deutlich. Im Römerbrief steht dazu im Kapitel 6, was die Sünde hervorbringt, ist der Tod. Was Gott aber gibt, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Wenn wir also leben oder am Leben bleiben wollen,
kommen wir an Jesus und seinem Kreuz nicht vorbei. Der Tod für die Sünde ist geschehen, als Jesus am Kreuz dafür sein Leben gab. Es ist vollbracht. So rief es uns Jesus am Kreuz noch zu, bevor er starb. Gottes großartiger Plan am Kreuz von Golgatha war ins Ziel gekommen. Und schon weit vorausschauend hatte er die ganze Tragweite dieses Geschehens durch seinen Propheten Jesaja im Alten Testament verkündigen lassen. Jesaja sagte damals: Er, dieser Jesus, ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Etwas, was wir durch unsere Zielverfehlung nicht mehr richten können, hat Jesus wieder zurechtgebracht. Und damit steht fest, die außer Kurs geratene Lebensrichtung kann seitdem korrigiert und neu ausgerichtet werden. Jesus starb, damit wir leben. Und damit dies nicht nur ein Hirngespinst ist und ein schöner Wunschtraum bleibt, ist er vom Tode auferstanden zu einem neuen Leben. Und dieses neue Leben, das aus der Ewigkeit Gottes kommt und die Wesensart Gottes trägt, wird all denen geschenkt, die ihr altes Leben in Jesu Hände legen. Und so wie die Auferstehung für Jesus ein neuer Anfang war, ist auch für jeden ein neuer Anfang möglich, der Gottes neues, ewiges Leben empfängt. Das ist das Geschenk Gottes. Das ist sein Angebot in Jesus Christus. Noch einmal, Gottes Gabe aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Lassen wir uns doch diese Tatsache einmal musikalisch zusingen. Was für ein Mensch, dem Wind und Wellen gehorchen, was für ein Mensch, der auf dem Wasser geht, was für ein Mensch, der Wasser in Wein verwandelt, Brot und Fisch vermehrt. Was für ein Mensch, der die Gefangenen frei macht, was für ein Mensch, der selbst den Tod bezwingt, was für ein Mensch, der alle Armen und Schwachen frohe Botschaft bringt. Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht erhält. Was für ein Gott, der zu uns kommt, um zu dienen. Was für ein Gott, der klein wird wie ein Kind. Was für ein Gott, der alle Schuld dieser Erde für uns auf sich nimmt. Was für ein Gott, der mit uns sein neues Reich baut. Was für ein Gott, der uns das Erbe gibt. Was für ein Gott, der uns als Söhne und Töchter unbeschreiblich liebt. Jesus, Erlöser der Welt, du bist Christus, der Fels, der uns hält. Gott ist mit uns, er selbst kommt zur Welt, das Licht, das die Nacht erhält. Was
Liebe Gottimpulsgemeinde, was für ein Mensch, was für ein Gott. Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich es eigentlich nicht nur heute, sondern schon sehr lange mit dem Kreuz, um einmal in diesem Jargon zu bleiben. Schon seit meiner Jugend prägt die Geschichte vom Kreuz, also die Sache mit diesem Jesus, der gekreuzigt wurde und auferstand und auch heute noch lebt und erfahrbar ist, mein Leben. Spannend wäre nun zu erfahren, was Jesus selber über das Kreuz sagt. Im Lukas-Evangelium im Kapitel 9, in den Versen 23 und 24, lesen wir dazu folgende Aussage von ihm. Jesus sprach aber zu allen: Wenn einer mir auf meinem Weg folgen will, verleugne er sich und nehme sein Kreuz auf sich, Tag für Tag, und so folge er mir. Und dann folgt der Nachsatz: Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Hier geht es nicht um Jesu Kreuz, sondern um unser Kreuz, das wir tragen sollen. Es geht auch nicht darum, wie Jesus am Kreuz zu sterben, sondern darum, unser Kreuz aufzunehmen, es an mich heranzulassen, es zu akzeptieren und anzunehmen, mich darauf einzulassen, Ja zu sagen, einzuwilligen und mitzumachen. Freiwillig natürlich, aber dennoch ganz aktiv und mit allen Konsequenzen. Für Jesus hieß das, wirklich an einem Kreuz unschuldig zu sterben, um des Evangeliums und um der Liebe Gottes zu uns Menschen willen. Für viele Christen weltweit heißt das heute immer noch, um des Evangeliums von Jesus Christus willen, unschuldig verfolgt zu werden und unter Umständen sogar zu sterben. Was es letztlich für Sie und für mich bedeutet, mein Kreuz auf mich zu nehmen, ist im Moment noch nicht abzusehen. Aber ein klarer und möglicher, gangbarer Weg wird beschrieben. In dieser Lukas-Stelle hieß es, und Jesus sagte es und rief es uns zu: Wer mir folgen will. Das ist eine freiwillige Willensentscheidung, kein Muss. Der verleugne sich selbst. Da geht es nicht mehr um mich und meine Wünsche und meine Pläne. Denn jetzt geht Jesus voran. Er ist der Herr. Er führt den weiteren Weg. Und dann heißt es, der nehme sein Kreuz auf sich Tag für Tag. Das ist eine Lebensaufgabe. Und so folge er mir. Das schließt andere Möglichkeiten aus, weil sie am Ziel vorbeigehen. Und schon aus diesen wenigen Worten Jesu kann jeder gut verstehen, dass es dann nicht reicht, das Kreuz als religiöses Symbol nur um sich zu haben oder es mir täglich um den Hals zu hängen, sondern es muss in die ganze Lebensrechnung mit einbezogen werden. Lassen Sie uns an dieser Stelle noch einmal kurz innehalten, um uns klarzumachen, was es mit diesem Kreuz, was Jesus hier anspricht, auf sich hat. Dass es vordergründig nicht um seinen Tod am Kreuz, mit seinem Tod am Kreuz zu tun hat,
ist uns sicher klar. Denn zu diesem Zeitpunkt war er ja selber noch gar nicht am Kreuz gestorben, als er mit den Menschen damals darüber sprach. Und trotzdem gibt uns sein Lebensvorbild eine Antwort darauf, was es für uns bedeuten könnte. Jesus wurde auf diese Welt gesandt, um am Kreuz zu sterben. Das war kein Scheitern seines Lebens, sondern seine Erfüllung. Das war der Sinn seines Lebens. Er sollte der Erlöser sein, der allen Menschen Frieden und Versöhnung mit Gott und ein neues Leben bringt. Dafür nahm er sein Kreuz auf sich, in ganzer Treue und Hingabe, in der ständigen Verbundenheit und Liebe zu seinem himmlischen Vater. Und genau hier sehen wir die wunderbare andere Seite des Kreuzes, die von Liebe, Hingabe und Treue geprägt ist, die auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist und die das Leben zur sinnvollen Erfüllung führen will. Da hat es keinen Platz für Sünde. Sie erinnern sich an diese Zielverfehlung, über die wir schon sprachen. Sonst geht es völlig daneben. Da ist aber viel Platz für die Liebe Gottes, die in ein Leben, ihr Leben, mein Leben, einziehen möchte. Und durch mich auch in das Leben anderer Menschen, hinein in diese ganze Welt. Welch eine Perspektive! Trotz aller vielleicht damit verbundenen Lasten und Leiden. Wer bereit ist, sein Kreuz auf sich zu nehmen, der wird auch den Tod Jesu am Kreuz verstehen, weil er ihn braucht, um neu zu leben. Der wird als ein von Gott, von neuem geborener Mensch Gottes Liebe in sich tragen und weiter verbreiten. Und er wird Ziel und Sinn für das eigene Leben finden und so wirklich befriedigt leben können. Wer sein Leben hingibt um Jesu Willen, der wird es finden. Das wird zur kostbaren und erfahrbaren Wahrheit, so wie es Jesus versprochen hatte. Ich bin hierbei immer noch selber dabei, das zu lernen und zu buchstabieren. Was auch schon der französische Zisterzienserabt Bernard von Clairvaux im 11. Jahrhundert so treffend auf den Punkt gebracht hat. Das Kreuz Christi ist eine Last derart, wie es Flügel für Vögel sind. Sie tragen sie aufwärts. Durch das Kreuz wird mein Leben frei und ich werde aufgehoben und in allem getragen. Legen Sie Ihr Leben in die Hände Jesu und folgen Sie ihm nach, Tag für Tag. Und Sie werden durch die Liebe Gottes verwandelt und getragen werden. Das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Lassen Sie uns noch einmal miteinander auf ein Musikstück hören. Was war der Grund für diesen Gott?
zahlte unsere Schuld. Was war der Grund? Seine Motivation ist Liebe, denn der Ursprung der Liebe ist er selbst. Liebe, die gibt, Liebe, die trägt, Liebe, die zu den Schwachen hält. Er ist die Liebe selbst, Liebe, die bleibt, Liebe, die heilt, Liebe, die uns von Angst befreit. Er ist die Liebe selbst. Was ist der Grund für diesen Gott, uns zu versorgen alle Zeit, uns Trost zu geben in der Not? Was ist der Grund? Was ist der Grund für diesen Gott, sich an den Menschen zu erfreuen? Zu allen Zeiten liebt er uns. Was ist der Grund? Seine Motivation ist Liebe, denn der Ursprung der Liebe ist er selbst. Liebe, die gibt, Liebe, die trägt, Liebe, die zu den Schwachen hält. Er ist die Liebe selbst, Liebe, die bleibt, Liebe, die heilt, Liebe, die uns von Angst befreit. Er ist die selbst, die Liebe, die die Welt verändert, lebt auch in uns. Die Liebe, die den Hass beendet, lebt auch in uns. Die Liebe, die die Welt verändert, lebt auch in uns. Die Liebe, die den Hass beendet. Zu den Schwachen hält. Er ist die Liebe selbst, Liebe, die bleibt, Liebe, die heilt, Liebe, die uns von Angst befreit. Er ist die Liebe selbst. Ich wünsche Ihnen diese Erfahrung dieser Liebe, die Erfahrung Gottes in Ihrem Leben, so wie es gerade besungen wurde, dieses Getragensein durch den großen Gott. Und so segne und behüte Sie der allmächtige Herr und Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ihnen allen eine gesegnete Woche. Und seien Sie das nächste Mal wieder mit dabei bei Gott Impuls hier auf Altenburg TV. Bis dahin bleiben Sie behütet. Thank you.